Ballergajutzen. Wir sind heute wieder am Hockenheimring und ballern uns die Seele aus dem Leib. Heute sind Touristenfahrten, das heißt, wir müssen mit angemeldeten Mopeds unterwegs sein. Es geht? Hast du Bock? Bin motiviert. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you just freaked out. Get ready for defeat now, I'm gon' make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make and a name, like huh? A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God I'm breaking out, swear to God I'll take a bow. Stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, just like, yeah. A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. Just like a soldier. Servus Leute, ich melde mich hier mal aus dem Off. Nach den ganzen Laber-Videos wurde es endlich mal Zeit, dass ihr ein paar Fahraufnahmen zu sehen kriegt. Und aus dem Grund waren wir am Hockenheimring gewesen, auf Touristenfahrten im März. Das war der erste Termin dieses Jahr, wo wir so ein bisschen einrollen konnten, endlich mal wieder nach dem langen Winter Gefühl fürs Moped kriegen, einfach mal entspannt draufsitzen. Und sich an den ganzen Kram wieder gewöhnen, an die Geschwindigkeit gewöhnen, an das Motorrad gewöhnen, Sitzposition gewöhnen und so weiter. Und deswegen waren wir auf Touristenfahrten. Für uns jedes Jahr eigentlich ein Pflichttermin, um wieder reinzukommen, weil man einfach flexibler ist im Vergleich zu einer gebuchten Rennveranstaltung bei verschiedenen Veranstaltern. Aus dem Grund, dass man flexibel aufs Wetter reagieren kann, dass man kurzfristig buchen kann und dass man auch einfach, wenn das Wetter scheiße ist,
nicht hinfahren muss. Nachteil ist natürlich, dass man mit einem angemeldeten Straßenmotorrad hingehen muss, beziehungsweise sein Motorrad straßenfertig und getüft haben muss. Aber ja, alles machbar. Ja, allgemein sind ja die Meinungen zu Touristenfahrten eher geteilt, beziehungsweise ich sag mal, in der Rennfahrer-Community kriegt man ja oft genug mit, dass es immer wieder heißt, Touristenfahrten, ja, soll man sich schenken, weil zu gefährlich, weil Geschwindigkeitsunterschiede zu hoch, weil zu viele langsame oder unerfahrene Teilnehmer dabei sind. Genauso aber auch zu viele überambitionierte Rennfahrer, die zeigen wollen, was sie können und dann übers Ziel hinausschießen und dann entsprechende Unfallgefahr groß ist. Ja, aus unserer Sicht mal gesprochen, das ist zwar alles korrekt und dem kann ich auch voll und ganz zustimmen. Allerdings muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, meiner Meinung nach. Heißt, wir nutzen die Touristenfahrten regelmäßig, weil sie einfach flexibel zu gestalten sind. Da kann man Einstellfahrten machen. Man muss nicht für teures Geld im Vorfeld eine Veranstaltung buchen, die dann am Ende wegen Regen ins Wasser fällt oder ähnliches, sondern man kann einfach kurzfristig schauen, wenn alles passt, wenn das Wetter passt, wenn es zeitlich passt, und man für kleines Geld eben auf die Rennstrecke will, dann kann man dahin. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass man eben eine Nummer vorsichtiger fährt als bei einer Rennveranstaltung, eben wegen dem großen Geschwindigkeitsunterschied, dem unterschiedlichen Wissensstand der verschiedenen Teilnehmer. Und das macht schon alles Sinn. Deswegen immer mit genug Vorsicht und Umsicht fahren. Und dann passt das auch. Das gilt genauso für die langsamen Fahrer als auch für die schnellen Fahrer. Das heißt jetzt nicht, dass man sich panisch auf seinem Moped verhalten soll und ständig in den Spiegel und nach hinten und sonst was guckt, sondern man fährt einfach treu seine Linie und bleibt bei dieser Linie. Ob sie jetzt gut ist oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber man muss berechenbar fahren für die nachfolgenden Fahrer. Wenn die Fahrer schneller sind, fahren sie eh an einem vorbei. Und wenn die Fahrer langsamer sind, dann fährt man schnell genug weit von denen weg. Das ist erstmal alles kein Problem. Man muss sich einfach nur bewusst machen, dass man eine klare Linie fährt und dieser Linie treu bleibt, damit alle anderen Teilnehmer berechnen können, wo sie entsprechend dran vorbeifahren. Außerdem, meiner Meinung nach, sollten auch die Grundflaggen zumindest mal so weit Vorfeld geklärt sein, dass man weiß, was was bedeutet. Man braucht jetzt für Touristenfahrten nicht alle Spezialflaggen zu kennen, aber die wichtigsten dann doch schon. Das ist zum einen die gelbe Flagge, die einfach mal anzeigt, wo eine Gefahrensituation ist. Das heißt, es ist Überholverbot, Geschwindigkeit reduzieren, ohne stehen zu bleiben. Zügig weiterfahren, um vom Unfallort wegzukommen, aber entsprechend weiterfahren und Geschwindigkeit reduzieren. Keine Überholmanöver, keine riskanten Fahrmanöver, aber einfach zügig weiter. Außerdem wichtig ist natürlich die rote Flagge. Bei Abbruch heißt es sofort zurück zur Boxengasse. Manchmal wird auch auf Start-Ziel gesammelt bei Touristenfahrten. Gilt es auch zu beachten, aber das wird man dann entsprechend weitergeleitet. Rote Flagge entsprechend heißt Abbruch vom Turn schnellstmöglich zurück zur Boxengasse kommen. Das heißt nicht, dass man jetzt auf Schritttempo runterbremst und irgendwo stehen bleibt, sondern dass man in einem zügigen Tempo weiterfährt bis zur Boxengasse. Hintergrund ist einfach der, dass Rettungskräfte und Hilfspersonal, Streckenposten und so weiter die Strecke erst betreten dürfen, wenn sie selbst außer Gefahr sind. Das heißt, wenn keine anderen Fahrzeuge mehr von hinten kommen können. Heißt aber auch, dass umso langsamer die Teilnehmer fahren, umso länger dauert es, bis die Hilfskräfte dem Verunglückten zu Hilfe kommen können. Deswegen zügig zurück zur Boxengasse und nicht langsam vor sich hinschleichen. Ganz einfach erklärt. Ein weiterer Punkt, den man auch bei Touristenfahrten oft noch sieht, den es vielleicht auch noch zu beachten gilt, ist, man bleibt nicht stehen. Auch wenn der beste Kollege gestürzt ist, bleibt man nicht stehen, um ihm zu helfen oder um sich um ihn zu kümmern. Dafür sind die Streckenposten und das Hilfspersonal da. Man fährt weiter, beachtet die entsprechenden Flaggen
und verhält sich dann entsprechend den Flaggen. Die Streckenposten und das Hilfspersonal kümmern sich schon entsprechend gut um die verunglückte Person. Da muss man sich keine weiteren Sorgen machen. Man kann dann hinterher zum Medical Center, falls nötig, oder der Kollege wird dann mit dem Schandwagen schon zu dem entsprechenden Spot gefahren, wo man sich wieder sammeln kann. Alles gut, muss man sich keine Gedanken machen. Das sind die wichtigsten Regeln, die es gilt, auf Touristenfahrten zu beachten. Da sollte sich jeder dran halten. Und dann ist es auch kein Problem, bei Touristenfahrten mit seinem Motorrad zu fahren und entsprechend die Veranstaltung zu genießen. Natürlich ist es was anderes, auf eine richtige Rennveranstaltung zu gehen, wo es um Zeitenjagd und so weiter geht. Das ist nochmal ein ganz neues Niveau, ein ganz neues Level. Da sind die Gruppeneinteilung und die Zeitnahme nicht umsonst. Das macht schon seinen Sinn. Deswegen sollte man sich den Unterschieden entsprechend auch bewusst sein. Aber wie gesagt, als erster Termin im Jahr, um einfach mal reinzukommen und den Rost vom Winter rauszufahren, sind Touristenfahrten meiner Meinung nach nicht verkehrt. Ja, so viel zu Touristenfahrten und meiner Meinung dazu. Wenn ihr anderer Meinung seid, der gleichen Meinung seid, Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik oder Kommentare dazu habt, dann schreibt es einfach unten rein. Können wir entsprechend dann diskutieren oder vielleicht auch in einem weiteren Video nochmal genauer beleuchten. Aber für den Moment soll es das gewesen sein. Ich habe euch im Hintergrund mal noch 2-3 Runden von den letzten Touristenfahrten von mir mit eingeblendet. Da könnt ihr mal ungefähr sehen, wie das bei mir abgelaufen ist, welche Rundenzeiten ich gefahren bin. Ich muss dazu sagen, es war sehr kalt. Es waren noch 10 Grad Außentemperatur, die Strecke entsprechend kalt. Aber dafür war wenig los und fürs erste Einrollen war das doch schon mal ganz okay. Ansonsten, wenn ihr die kompletten Turns sehen wollt, dann schaut gerne auf meinem Privatkanal vorbei. Ich verlinke euch den unten. Wenn ihr die kompletten Turns auch gerne mal hier auf dem Hauptkanal sehen würdet, dann lasst es uns wissen. Dann kann ich die in Zukunft als eigene Playlist auch auf dem Hauptkanal hier hochladen. Aber ansonsten findet ihr die immer auf meinem Privatkanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert uns. Das würde uns freuen und hilft auch beim YouTube-Algorithmus, dass wir ein bisschen weitere Reichweite kriegen. Das wäre sehr, sehr schön. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung. Macht's gut. Ciao, ciao.